Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Olli1340 und ich bin heute in meinem ATS unterwegs mit euch und habe mal den K108 ausgepackt und möchte mit euch so eine kleine Tour fahren. Also von Venimoka, ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche, nach Türkei. Genau, so sieht's aus. Und ich habe einen Digger 500 geladen und ich habe schon Teilstrecke gefahren, musste hier meine Pause machen und ja, würde ich sagen, dann springen wir mal rein in meine Hütte und dann fahren wir noch die Tour zu Ende und dann schauen wir mal, ob wir noch was Kleines kriegen oder so, aber mal sehen. Erstmal dran gewöhnen, dass ich da wieder in Automatik fahre. Ne? Ja, irgendwas vergesse ich immer. Ich muss einmal kurz hier zurückschalten und mal meine Lenkung aktivieren. Habe ich nämlich wieder mal vergessen. Da ich kurioserweise seit 2 Monaten so habe, dass ich, wenn ich ETS oder ATS fahre, immer meine Lenkrad so ziemlich hart ist. Ja, nur warum es so ist, weiß ich noch nicht. Aber ich schätze mal, da werden sich da ein paar Software-Sachen verabschiedet haben. Ja, kann ich da nichts dran ändern, ist da einfach so. So. Ja, dauert alles einen Moment. Aber haben wir gleich. So, jetzt kann es weitergehen. Ich hoffe es. Jawohl. So. Schöner Sonnenaufgang. Ja, vielleicht werde ich die Tage auch noch mal ein Video machen mit dem K200, den ich ja noch habe. Aber da muss ich erstmal schauen. Momentan habe ich auch nicht allzu viel Zeit. Ja, ich bin jetzt ein paar Mal gefragt worden, ob ich denn auch beruflich mal LKW gefahren habe oder noch LKW fahre. Also ich habe vor gute 6 Jahre aufgehört zu fahren, von 1997 an. Da habe ich eine Umschulung zum Berufskraftfahrer gemacht und bin da überwiegend in der Ferne gefahren. Und irgendwann mal hatte ich keine Lust mehr auf Fernverkehr und bin dann im Nahverkehr gegangen. Mit Stückgut, wo ich also nicht von begeistert war. Bin dann in die Baumaschinenbranche gegangen und habe dann lange, lange Zeit Baumaschinen gefahren. Und irgendwann ging es dann gesundheitlich nicht mehr. Haben wir einfach damit aufgehört. Ne?
Ist das nur so ein Aufgang oder so ein Untergang? PM, das ist doch morgens, oder? Achso, wir sind ja nicht im Multiplayer, wo ja nicht hupen. Ja, die Kollegen hinter mir sind schon rebellieren. Bin ein bisschen zu langsam. Ja, sorry nochmal dafür, für die ungewollten Streams, die jetzt die ganzen Tage immer wieder mal gelaufen sind, wo ich also absolut nichts für konnte, da mein OBS wohl meinte, müsste in irgendeine Verknüpfung mit irgendeiner Tastenkombination machen. Und jedes Mal, wenn ich die Tastenkombination gedrückt habe oder so, ging dann mit dem Stream los. OBS neu gemacht und jetzt alles wieder gut, ne? Nee, so ein Untergang ist das kein Sonnenaufgang. Leute, wir fahren in die Nacht rein. Das wollte ich eigentlich gar nicht gehabt so haben, so eigentlich nicht. Nö. Naja, gut. Sind ja noch 183 Meilen und dann. Die Leute hinter mir wollen überholen. Ich weiß nicht. 51 Meilen, nämlich zu langsam oder was? Auch 70 darf hier. Ja, ist doch klar, dass die dann anfangen zu drängeln. Machen wir mal ein bisschen schneller, ne? Ja, im Dunkeln brauche ich ja nicht dann in Außenperspektive fahren, weil das lohnt dann nicht. Ich kann sowieso außen schlecht fahren. Und dann im Dunkeln, das gibt Katastrophe. Ja, schade, dass man kein Radio machen kann. So ein bisschen Country-Musik oder irgendwie so wäre eine ganz schöne Geschichte, aber ich muss mal gucken. Ich muss mir da irgendwas einfallen lassen zu. Und dass ich da irgendwie GEMA-freie Musik bekomme. Vernünftiger natürlich. Da musst du mal schauen. Viele werden auch sagen jetzt, fährt ja noch Landstraße, so, das ist extra so. Entschuldigung. Weil ich absoluter Landstraßenfreak bin und einfach nicht so gerne über der Autobahn pläster. Nicht wirklich. Ich hoffe nicht, dass das Fahrzeug, dass die Innengeräusche zu laut sind. Entschuldigung.
Aber das werde ich ja dann sehen. Oder schreibt mir in die Kommentare, ey, das war zu laut oder, ne? Das ist nicht in Ordnung und ein Daumen hoch wäre schön, ein Daumen runter auch gut, aber bitte kommentiert doch bitte den Daumen runter. Weil dann kann ich auch mehr arbeiten und kann ihm sagen, ey, weißt du was, jo, alles klar, der Kollege hat recht. Und da muss ich was dran ändern, dann ist das in Ordnung. Als sie nur einen Daumen runter reinkloppen und das war es dann. Ups. Weil kein Mensch ist perfekt. Und ich schon gar nicht. Und ich bin ja nicht böse drum. Also ich kann schon Kritik vertragen. Und werde natürlich auch daran arbeiten. Wenn irgendwelche negativen Sachen kommen, das abzubauen. Ich hätte hier gar nicht runtergemusst. War auch nicht schlecht. Naja, so ist das, ne? Und nu? Dann machen wir jetzt das 115 Mal, machen wir jetzt wieder 300. Na, läuft. Eine Minute nicht aufgepasst, das geht. Na, da hinten kann man drehen. Ja, ist mir auch schon ein paar Mal im echten Leben passiert. Auch mit dem LKW. Eben mit der Disco gequasselt, Natürlich über Freisprechanlage. Und auch tatsächlich die Ausfahrt verpennt. Und dann waren wir mal eben so, gute 12 Kilometer zur nächsten Ausfahrt, die 12 Kilometer wieder zurück, waren dann 24 Kilometer eine Fort. Ja, und da unsere Dispo ja immer auch immer schön die Scheiben kontrolliert hat oder so, dann musste man dann irgendwann im Büro mal, ne, sagen, was da passiert ist, ne. Auch so schon mal total im Gedanken gewesen und dann einfach eine Ausfahrt verpasst, ne. Naja, so ist das. Aber das ist bestimmt schon jedem mal passiert. Aber ich hoffe, dass ich nicht zu laut bin. Also. Ja, wenn mir das fast wieder passiert. Ja, läuft, ey.
Aber wie ich ja schon sagte, ich glaube, das ist hier mal passiert. Schon mal passiert. Meine Lenkung ist jetzt zu weich. Na ja, gut. Ja, ist jedes Mal irgendwas, dass ich da so kurz vorm Aufnehmen irgendwo noch was vergessen habe. Ist der verrückt oder was? Der Herr Idi. Mann, 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 verrückte Leute, ey. Ja, Lenkung ist auf LS eingestellt. Ich glaube, ich habe auch nur 300 Grad Lenkeinschlag. Aber ist dann jetzt so, ich kann da nichts dran ändern. Tja, ich wurde auch gefragt, ob ich den LKW-Fahren vermisse. Ehrlich gesagt, nein. War eine schöne Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht, aber irgendwann ist genug. Vor allem die letzten Jahre war es so schlimm gewesen, immer wieder jeden Tag auf neuen zu suchen, wo man denn wohl schlafen kann. Das heißt jetzt nicht, dass ich ein Hotelzimmer gesucht habe oder so, nee, nee, nee. Einfach mit dem LKW irgendwo unterzukommen, wo man dann halt eben seine 8 Stunden, 9 Stunden Pause machen kann. Das war schon schlimm genug manchmal. Okay, die Straßenführung war ein bisschen bescheiden. Ich weiß gar nicht, wie es hier aussieht mit dem Rechtsabbiegen. Aber so geht. So einfach oder ob es also ein Ticket gibt, wenn man so einfach rechts abbiegt.
So, wie ist es mit Tanken aus? Nö, alles gut. Aber der Kollege muss schon wieder Heier machen. Hier noch nicht. Ich hab grün, wieso fährt der los? Was ist los hier? Hallo? Geht's noch? Mann, Mann! Was ist da los? Ja, andere Seite. So, 48 Meilen noch. Dann haben wir die Tour auch erledigt. Ich freue mich eigentlich auf die nächste, aber wie gesagt, noch eine kleine. Ich möchte auch nicht, dass die Videos zu lang werden und dann nicht langweilig dann auch dadurch. Das ist nur schade, dass es schon wieder dunkel ist. Also ja, meine Lenkung muss ich doch ein bisschen einstellen. Also die ist zu schwammig. Oh, ich muss wiegen. Shit. Das war knapp, ey. Sorry, das sollte nicht so sein. Aber das Ding piepst ja normalerweise, oder? Wieder was Neues gemacht, dass er nicht mehr piepst. Naja. Voll den Kollegen abgedrängt. Jawohl. Läuft. Den habe ich nicht gesehen. Schöne Sternschnuppen. Werden wir jetzt das wünschen oder was?
So, wo müssen wir hin? Da vorne. Sieh mal rocken. Nehmen wir wieder alles mit hier heute. Achso, wieso mache ich den Motor denn aus? Ich bin auch verrückt, ne? Na komm schon. Ja, schmeißen wir wieder an. War jetzt gemacht. Okay. Oh. Ob ich den kriegen kann? Den Heli? Aber da geht bestimmt wieder 3000 Kilometer weg. Schöner Auflieger. Ich guck mal, ob ich den nicht eventuell kriegen kann. Der Auftrag wurde erfolgreich beendet. Der ist schick. Ja, wenn ich den kriegen kann, ist er bestimmt 3000 Kilometer oder so. Nö. Nö. Kann ich nicht kriegen. Okay. Was ist das denn Geiles? Wie ich nix, ist aber breit, oder? 480 Meilen? Nö. Schiffzug. Den fahren wir 157 Meilen. Das nehmen wir an. So. Irgendwas sowieso noch. Ich muss Bubu noch machen. Mit dem Ding hier. Der Kollege ist müde. So, wo steht denn der? Tor. Okay. Wo denn da? Irgendwo da hinten in der Ecke. Hätte ja keine Hubschrauber gehabt. Oh ja, das ist auch so ein Klopper. Passt. So, Stützen rein vom Auflieger. Man muss ja noch Bubu machen, der Kerl da, du. Mann, Mann. Dankeschön. Auftrag wurde erfolgreich gestartet. Ich liebe das.
Es wird nix. Shit. Er läuft. Wieder vergessen, dass ich das Riesending da mit die dreimal lenken. Ja, haben wir doch ein bisschen Geld verdient heute. Und wenn nur Spielgeld ist. Aber ich freue mich darüber, über jeden Cent, den ich da kriegen kann. Für das, was ich getan habe. Das finde ich echt gut. Was hat er denn jetzt hier vor mir? Jetzt dreimal so schnell wie ich normalerweise. Jo, da steht einer. Jo, was ist hier los? Oh, jetzt gescheppert, Leute. Ja, ja. Ja, wie letztes Mal gehabt. Da gehe ich auch raus und dann macht er vor mir eine Vollbremsung. Oder sagt, was er fährt. Ich habe da Bock drauf. Und ich fahre hinten drauf, ne? Und wer kriegt den Schaden? Ich. Ja, wie das Leben so spielt, ne? So, warum er mich aber jetzt so viel über die Autobahn schickt, das weiß ich auch nicht, weil ich habe eigentlich Landstraße eingegeben. Das ist schon kurios. Na, 84 Meilen noch. Entschuldigung.
Ja, ich bin ein schlechter Außenfahrer. Also, ich gebe mich wirklich zu. Schon wieder Sternschnuppen. Ja, er ist wieder auch müde. Natürlich rot, ist klar. Ja, ist aber richtig was los, ne? Kommt aber einiges mir entgegen. Ist klar. Oh, weiter geht's. Ja, da kommt sie gleich zu schlafen. Ich mache immer denselben Fehler, im Hattrick fahren und dann Zigarette anzünden. Das ist doof. Mögen die gar nicht. Zu viele Lichtpunkte auf einen Haufen.
Ja, Kollege, du kannst sie gleich weghauen. Ja, ich sage ja, es ist für mich unheimlich schwierig, im Außen an sich zu fahren. Er ist ein Doofkopf, ey. Da mal nicht zu nah an der Mauer bin. Mit dem Vogel. Na, könnte wohl gehen. Oh, danke, Kollege. Ja, da bin ich auch wieder feige. Jetzt habe ich ein einziges Mal gemacht, ich habe den Hals gebrochen. Das ist auch schön. Oh, so was fahren. Ein Rolls-Royce-Triebwerk. Läuft. Der Auftrag wurde erfolgreich beendet. Schick, gefällt mir. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir schnell im Bett kommen. Ja, wenn es langsam geht, kann ich das. Sogar Wasser.
So, hier kann man eigentlich ein Parkplatz gewesen. Ich glaube, hier ist das. So, ihr Lieben, das war's für mich. Ich sag da mal schönen Dank fürs Zusehen. Schönen Dank, dass ihr dabei wart und die eine Stunde ausgehalten habt und euch das angeguckt habt hier. Ja, nächstes Mal fahre ich mit dem K200, muss ich mal gucken. Oder ich habe noch den schönen Volvo, da würde ich auch noch mal eine schöne Tour mitmachen. Und wie gesagt, ich wünsche euch dann einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video hier guckt. Und schaltet wieder ein, wenn ich dann wieder für euch da bin oder guckt euch meine Videos an. Ne? Wie gesagt, ein Daumen nach oben wäre schön, Daumen runter ist natürlich auch in Ordnung. Aber bitte wäre schön, wenn ich für den Daumen unten auch einen Kommentar kriegen würde. In diesem Sinne sage ich einfach mal Danke, bis demnächst.